Hallihallo, Hallöchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Best Mods of Kerbal Space Program hier auf Quiz TV. Heute will ich euch einen wunderbaren Mod präsentieren namens Lithobrake Exploration Technologies. Klingt mega kompliziert. Dafür haben wir uns zu bedanken beim Forumnutzer Necrobones. Und zwar ist das ein Mod, der bringt ein paar sehr interessante Teile ins Spiel rein. Und zwar geht es vor allem um, ja, wie beschreibt Necrobones es, als Emphasis on Surface Exploration, also Betonung auf Oberflächenerforschung. Das ist ein bisschen hochgetrabt, aber ich finde die Teile mega cool. Und zwar gleich oben seht ihr erstmal, das ist ein fetter Fallschirm. Das ist ein mega fetter Fallschirm. Davon gibt es erstmal einen Haufen in diesem Modpack. Da gibt es, ich glaube, 5 oder 6 Fallschirme. Lass mich nicht lügen, aber sind zumindest einige zur Auswahl. Manche zum Radial draufklatschen, manche so oben drauf, alle riesengroß. Also der kleinste davon ist größer als der größte Stockschirm. Mit den Dingern landet ihr ganze Wolkenkratzer auf Duna, wenn es sein muss. Da habt ihr keine Probleme mehr, Dinge in der Atmosphäre zu landen. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, das ist mal, glaube ich, einer der größeren. Ja, deployen geht, glaube ich, jetzt nicht so lange, wie auf der Bahn sind. Aber um ein Verhältnis zu setzen, das ist hier die MK1 Command Pod. So an mein Größenverhältnis zu setzen. Okay, direkt unter dem Command Pod seht ihr direkt das Lithobrake 4K Command Pod. Das ist eine Kapsel für bis zu 4 Kerbals. Macht mal das Licht hier an. Das wäre cool. Hier, Light. Nein, das war Science. Hoppala. Hier, Lights on. Tada! Können wir da mal vielleicht reingucken? Ja, so sieht das von innen aus. Ja, sieht vielleicht bekannt aus. Ist ein bisschen, ja, Innenansicht, ehrlich gesagt, ich fliege nie in der Innenansicht. Aber ich finde das Design interessant. Ehrlich gesagt, es ist nicht mein Lieblingsdesign. Es ist irgendwie, ja, nicht wirklich Stock-alike. Es ist ein Stock, Stock-ähnlich vielleicht. Das Design kann man mögen, muss man nicht. Ich finde es zumindest interessant, sagen wir so. Und es ist ein sehr gutes Command-Pod für 4 Personen. Also es füllt einen Zweck und bringt nämlich gleich einen Haufen Ladders mit. Wie ihr sehen könnt, Leitern gibt es hier komplett von hoch bis runter klettern, was ziemlich praktisch ist, weil gerade die kleineren Command Pods haben meistens nur Leitern bis zur Luke. Das ist komplett von oben bis unten und hat noch einen Haufen Leitern dabei in dem Modpack. Diese kleinen Leitern, diese großen Leitern oder diese richtig großen Leitern. Guckt euch das an. Boom, das ist eine Leiter. Also zu kurze Leitern werden kein Problem mehr sein. Okay, neben dem Command Pod gibt es noch den Lander-Pod, genau, Lithobrake X3 Lander-Pod, ich glaube für 3 Kerbals. Es ist praktisch eine Lander-Can, nur eine fette Lander-Can. Also die bringt einen Haufen Electric Charge mit und natürlich Licht. Und da passen Kerbals rein. So, wieder mit Leitern von oben bis unten. Gefällt mir schon deutlich besser vom Design her. Okay, und dann kommen wir zu den eigentlichen Dingen. Die haben so, wie heißen die Dinger? Service Base. Okay, Service Bay. Das ist zum Beispiel eine Service Bay. Guckt euch das an. Wie wunderschön die aufgeht. Eine richtig fette Service Bay ist das. Das sind 2,5 Meter Durchmesser. Also im Vergleich dazu, da passt die MK1 Kapsel einfach mal ganz locker rein. Also da passen, die ist gedacht, damit da ganze Rover reinpassen. Ich glaube nicht, dass das gedacht ist, nur um da ein paar Science Experiments reinzustopfen, sondern da passt eine ganze Menge rein. Also vor allem Rover. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf Rover abgezielt ist. Und finde ich einfach cool, vor allem, weil auch seitlich sehr viel Platz ist. Das ist eine ganz standardmäßige Service Bay. Lithobrake Expanded Service Bay. Da kommen wir nämlich jetzt gleich zu dem etwas fancigeren Service Bays. Die hier zum Beispiel. Das ist die Octagonal Service Bay. Theoretisch als 2,5 Meter ausgeschrieben, aber die hat deutlich mehr Ecken als 2,5 Meter. Wenn man die jetzt aufmacht, passiert das. Ja, das passiert ab und zu. Keine Panik. Zweimal zur Map, dann geht das wieder. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Passiert auch nur bei der hier. Wann immer man sie aufmacht, muss man zweimal zur Map und zurück. Dann ist das wieder erledigt. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt das nur an meinem Spielstand. Und was die bringt ist, wie ihr schon sehen könnt, das ist absolut für Rover ausgerichtet diesmal. Die ist, glaube ich, wenn ich subjektiv sagen müsste, ein bisschen kleiner als die hier drüber, vom Platz her drinnen, bringt aber Liquid Fuel und Oxidizer mit. Und zwar nicht zu wenig. Es sind 360 Liter Liquid Fuel und Oxidizer. Das ist einer von diesen großen, einer von diesen großen Standard-Tanks. Also das ist eine ganze Menge, hat eigenes Licht,
Ja, das passiert dann auch mit dem Licht. Wie gesagt, zweimal zur Map und zurück. Vielleicht dreimal. Ja, das mit dem Licht mag es auch nicht. Die ist ein bisschen buggy gerade. Könnte vielleicht an meinem Spielstand liegen. Wenn ihr damit auch Probleme habt oder wenn ihr keine Probleme damit habt, schreibt es bitte in die Comments an der Stelle mal erwähnt. Weil, weiß ich nicht, das ärgert mich ein bisschen. Das war nicht immer so. Also das ist irgendwie neu. So. Kommen wir zur nächsten Service Bay. Wie ihr sehen könnt, das ist kein Problem. Die ist die gleiche Service Bay, nur in groß. Die ist richtig groß. Da passt eine richtig große Menge an Rovern rein. Und mit einer großen Menge an Rovern meine ich einfach nur einen besonders fetten Rover. Also da, naja, zwei Motorräder könnten noch einfach. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wieder mit Liquid Fuel und Oxidizer. Und zwar richtig viel Liquid Fuel und Oxidizer. 450 Liter Liquid Fuel, 550 Liter Oxidizer sind 1000 Liter Treibstoff in einer Service Bay, wo noch ein Rover reinpasst. Also, gefällt mir super gut. Das Design ist relativ standardmäßig. Es sind halt einfach, ja, oktogonale Service Bays. Das Problem ist halt, dass sie nicht wirklich im Formfaktor sind. Also die 2,5 Meter Durchmesser, ja, die sind halt gedacht als hier. Das sind, Moment, seht ihr diesen Verbindungsstutzen hier, diesen Verbindungsschlauch, dieses angedockte hier? Das sind 2,5 Meter. Und das ist deutlich drüber. Also ich hätte das Große kann man als 3,5 Meter verkaufen, das Große vielleicht sogar noch drüber. Der Vorteil ist, dass sie unten auf der Unterseite einen Haufen, wie ihr vielleicht hier leicht sehen könnt, diese kleinen Kreise hier seitlich, den hier und den hier, die haben mehrere Docking-Nodes, naja, Docking-Nodes ist falsch gesagt, mehrere Attachment-Points da unten, wo eine Vielzahl an Triebwerken drauf kann. Also ihr seid da relativ flexibel, wie ihr das Ding landen wollt. Also, ob ihr da ein fettes Triebwerk wollt oder mehrere kleine. Das Problem ist nämlich, dass die keine Rampen haben. Wie ihr gesehen habt, die Türen gehen einfach auf und dann müsst ihr einfach schauen, wie zum Henker euer Rover jetzt da bitte raus soll. Entsprechend habt ihr da zumindest die Möglichkeit, verschiedene Triebwerkskonstellationen draufzuschrauben, um halt diese Service Bay, so ist das wahrscheinlich gedacht, einfach auf den Boden zu setzen, wie sie jetzt gerade steht. Dann kann nämlich der Rover ganz entspannt raus und reinfahren. Entsprechend vermute ich, dass es gedacht ist, dass ihr die Triebwerke unten absprengt in der Landephase und entweder mit dem Skycrane oder halt mit dem Fallschirm arbeitet. Oder ihr macht das einfach so wie ich und landet ganz blöd auf den Triebwerken, kippt nach vorne und lasst den Rover einfach so halb elegant rausstolpern. Das geht natürlich auch immer. Okay, und dann kommen wir jetzt zu dem dezent versteckten Teil hier. Tada! Ah, nicht zu viel verraten, Moment. Na, zu spät. Okay. Und zwar bringt das ganze Ding auch Füße mit. Und zwar nur zwei Stück, aber dafür was für Füße. Guckt euch die Monster-Dinger an. Das hier sind die Stockfüße, um ein Verhältnis zu setzen. Ja, das ist das, wie heißt das Ding? LT1 Landing Strut. Und das ist das LT2 Landing Strut. Wenn ich mich nicht irre, ist das das größte Landing Gear, das wir haben im Spiel. Ja, das hier. Guckt euch das Teil hier an. Seht euch das an. Das LL5M. Erstmal hat das eingebautes Licht. Guckt euch das an. Tick. Eingebautes Licht. Warum haben nicht alle Landefüße eingebautes Licht? Es ist doch irgendwie logisch, wenn ich irgendwo landen will, will ich doch sehen, wo ich lande. Das macht doch irgendwie absolut Sinn. Warum haben die das nicht alle? Und dann, wenn ich das Ding ausfahre, boom. Das ist ein Landefuß. Guckt euch das an. Im Vergleich mal dazu. Das ist mal locker doppelt so lang. Und natürlich steht auch deutlich breiter und deutlich stabiler. Also, was ich übrigens an der Stelle nochmal betonen will, schaut euch mal genau an, wie das einfährt. Es geht nämlich nach oben raus. Es hat nicht den nach unten einen derartig großen Spiel, wie beispielsweise das LT1 Strut. Seht ihr, wie weit das hier schon über den Nullpunkt sozusagen nach links ragt? Das ist immer noch mehr als hier das LL4M. Finde ich einfach super gut vom Design her. Es passt zumindest mit meinen Raketen immer, dass ich nach oben mehr Platz habe als nach unten. Entsprechend, naja, finde ich halt sehr praktisch. Aber vielleicht sehen eure Raketen anders aus. Jedenfalls mal so als Verhältnis. Und jetzt kommen wir mal dazu. Das LL7M. Also erstmal hat das auch ein Licht, will ich mal an der Stelle betonen. Und jetzt guckt euch mal dieses Monster an. Boom! Guckt euch das Monster an! Schaut, das ist ein Viech. Also, damit landet ihr. Damit kann ein Flugzeugträger landen. Nicht auf einem Flugzeugträger, sondern ein ganzer Flugzeugträger. Den stattet ihr damit aus und dann schmeißt ihr ihn mit den fetten Fallschirmen einfach nach Duna und dann landet er auf Duna, wo es kein Wasser gibt, aber ist egal, der hat doch dafür die Füße und dann kann der da landen.
Und auf Duna können ja sogar Flugzeuge rumfliegen. Und jetzt frag mich bitte nicht, was zum Teufel ein Flugzeugträger auf Duna soll, aber wir hätten die Füße dafür. Mega cool, mega groß. Natürlich auch ein bisschen schwer, aber meine Güte, wenn ihr eine Rakete habt, die solche Füße braucht, dann sind die, was 0,7 Tonnen oder was das Ding wiegt, auch nichts mehr. Also, die zwei Füße sind gerade für fette Raketen besonders geil. In Verbindung mit den... Nein, jetzt habe ich es zugemacht. Jetzt hoffentlich buggt das Ding nicht wieder. Ja, es buggt wieder. Also, wie gesagt, schreibt mir bitte in die Comments, ob ihr den gleichen Bug habt mit den Service Bays. Es ist nicht gravierend. Man muss einfach ein, zwei Mal zur Map zurück und dann ist das Ding wieder weg. Aber weiß auch nicht, was das soll. Das ist irgendwie neu. Vielleicht... Ich habe die aktuellste Version. Na, wer weiß. So, also... Ich finde, gerade für kleine Rover ist das halt mega praktisch. Dann kann man den Rover hier reinschmeißen und muss nicht immer Angst haben, dass der irgendwie verkohlt. Gefällt mir super gut. Und allein die Fallschirme sind an sich schon ein Ding. Da müsst ihr nicht mehr mit 20 Fallschirmen arbeiten. Kommt ein fetter Fallschirm oben drauf und der bremst euch auch den Flugzeugträger. Das sind auch keine Probleme mehr. Wie immer ist der Link der Download-Link in der Videobeschreibung. Schaut rein, guckt euch an, ob ihr das irgendwie besser benutzen könnt. Und schreibt auch dem Necrobones ins Necrobones, doch Necrobones, passt schon. Info, wenn es euch gefällt, lasst ihm einen vielen Dank da, sagt ihm ruhig, dass Chris euch geschickt hat. Hier auch in die Comments, wenn ihr Erfahrung damit habt, wenn ihr es euch angeguckt habt und es funktioniert gut oder wenn ihr den gleichen Bug habt wie ich, schreibt es mir auch in die Comments, dann weiß ich zumindest, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Und wie immer, wisst ihr, was zu tun ist, welches Däumchen zu drücken ist, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gibt es das entsprechende andere Däumchen. Ich glaube, ihr kennt euch inzwischen aus. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann vielleicht ein Abo dalassen. Und wie immer wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß noch.